Guten Morgen, wir befinden uns hier beim Umkleiden für mein Musikvideo Never Too Late. Und gleich geht's los. Wir sind mit Frühstücken sind alle fertig. Und ja, ich trage hier schon mein erstes Outfit. Und ja, ich freue mich drauf. Wir kommen dem Outfit näher, dem Finalen. Gerade eben war es doch noch nicht. Da war das T-Shirt ein bisschen zu lang und die Hose war zu hell. Da kamen die Farben der Jacke nicht raus. Der Regisseur hat eine sehr klare, sehr coole Vorstellung von dem, was in diesem Video zu sehen soll, sein soll, in farblich vor allen Dingen. Und das finde ich großartig, muss ich sagen, weil ich ja selber auch ganz großer Freund und ganz großer Fan von Kunst bin. Und was dieser Regisseur macht, ist Kunst. Und ich freue mich drauf, auf jeden Fall jetzt noch umso mehr, weil ich einfach weiß, ich kann ihm vertrauen mit seinem Wissen oder seinem, ja, wie soll ich sagen, mit seiner Erfahrung mit Musik. Jetzt geht's zur Leipziger Straße, zum ersten Drehort. Und ich will die Outfits schon verraten, es wird etwas verrückt. Wir sind schon sehr nervös, hey. Jetzt gibt es eine Szene, wo ich Auto fahre, wo ich noch keinen Führerschein habe. Aber nee, ich arbeite gerade. Und ja, ich bin schon ein bisschen aufgeregt, gespannt, hier gleich zu fahren. Wir sind nur ein paar Meter, aber mal gucken. Darfst du lenken? Nee. Kein Führerschein, aber schon Jaguar fahren. Ja, geil, oder? Das sind die Besten. Was ist dein letztes Mal? So, wir haben jetzt hier die erste Szene abgedreht. Jetzt geht's weiter Richtung Teufelsberg. Und ich bin schon gespannt, wir werden jetzt mit der Abendsonne drehen. Das ist eigentlich immer der schönste Moment am Tag vom Licht her. Here on the edge of the waves and sail wherever the wind might blow. Yeah, I beat my chest, 1, 2, 3. No, my feet can't hold me. Forget what they say, you should be now. Hallo Maut. Oh, Karotti. Ja, was der Kerl dabei hat. Möhrchen. Ich muss was Gesundes machen. Ich? Bin nicht mal ein Steak und Schnitzel. Ich habe einen Salat gegessen eben. Das stimmt, ich habe mir ganz viel Zucker drum drauf. Ganz viel so Löffel Zucker über den Salat. Ich gar nicht. Also Soße halt. Jetzt Salat ohne Soße ist auch Quatsch. Ohne Mayo-Soße geht das nicht, ne? Ja, richtig. Also gute Stimmung, man muss auf jeden Fall den Leuten ein bisschen anheizen. Ja, eigentlich ziemlich gut. Ah, jetzt bin ich doch erledigt. Ich habe schon viel hinter mir die Woche, schon Musikvideodreh gemacht. Die neue Single kam gestern raus. Aber lief gut, ich bin zufrieden.